Eine Familie lebt ihren Traum. Seit 18 Jahren reisen die Zapps um die Welt. In ihrem 90 Jahre alten Graham Page Oldtimer haben sie mehr als 380.000 Kilometer zurückgelegt und sind von mehr als 2.500 Familien beherbergt worden. Gerade machen sie Station in der Bretagne. Ursprünglich wollten wir nur in 6 Monaten von Argentinien nach Alaska reisen. Wir hatten ein paar Ersparnisse. Zurück in Argentinien wollten wir dann Kinder haben. Inzwischen sind wir seit 18 Jahren unterwegs. Seitdem sind unsere 4 Kinder geboren. Eins kam in Australien zur Welt, eins in Kanada, eins in den USA und eins in Argentinien. Ein Bekannter bot den Zapps damals den Oldtimer an für ihre Reise, zu der sie am 25. Januar 2000 in Argentinien aufbrechen. Seitdem hat sie ihr altehrwürdiges Reisemobil zuverlässig durch Wüsten und durchs Hochgebirge auf allen 5 Kontinenten kutschiert. Als ihnen am Amazonas das Geld ausgeht, fängt Candelaria Zapp an, Aquarelle zu malen und zu verkaufen. Sie schreiben ein Buch über ihr Abenteuer, das ihnen fortan die Reise finanziert. Die 4 Kinder Pampa, Tehue, Paloma und Wallaby werden unterwegs von ihren Eltern unterrichtet. Und nebenbei lernen sie noch Dinge, die in keinem Schulbuch stehen. Wir als Familie sind ein Team, so eine Reise funktioniert nur als Team. 1 Jahr lang wollen die Zapps noch über den Globus touren. Zurück in Argentinien wollen sie sich einen neuen Wunsch erfüllen und einen Club der Träumer ins Leben rufen.